Hi, halte ich mal wieder meine Hackfresse in die Kamera. Ja, moin, warum ich da? Ich will euch ein paar Sachen erzählen über das Freispiel und wie das mit uns weitergeht und was das Spielen in Zeiten des Corona-Schlamassels bedeutet. Habt ihr sicherlich viel mitbekommen online, der gesamte lokale Einzelhandel, egal ob es Spiele sind oder was auch immer, deutschlandweit. Guckt, wie ihr über die Runden kommt. Wir und ganz viele Kollegen bieten in Absprache mit den Ordnungsämtern Liefer- und Abholdienste an. Also auch bei uns könnt ihr weiter einkaufen. Das Ganze halt komplett kontaktlos. Ruft uns an. Wir verkaufen euch die Sachen auf Rechnung. Das heißt, ihr zahlt später mit PayPal oder Überweisung. Wenn ihr auf dem Weg zum Arzt seid, zum Supermarkt, könnt ihr bei uns vorbeikommen und die Sachen bei uns abholen. Ihr ruft dann kurz an. Wir stellen euch das vor die Tür, schließen die Tür wieder. Dann könnt ihr das Zeug entgegennehmen und mit nach Hause nehmen und somit spielen. Das machen nicht nur wir, das machen ganz furchtbar viele Kollegen auch und wir nehmen an, das machen auch andere Händler. Weiß ich nicht, falls ihr ein paar neue Schuhe braucht, guckt mal, ob es bei euch lokal jemanden gibt, der euch das Zeug online verkauft und entweder schickt oder wie auch immer. Wie alle Kollegen bitten wir euch, ja, das verbieten können wir es nicht und wollen wir auch nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Guckt, dass ihr alles, was ihr momentan braucht, lokal einkauft, guckt erstmal, ob es einen Händler bei euch im Ort, bei euch in der Region gibt, der euch irgendwie auf welche Art und Weise auch immer beliefert, weil das dazu beiträgt, dass es den lokalen inhabergeführten Einzelhandel auch nach dem Corona-Schlamassel noch geben wird. Das ist Ad 1. Wenn ihr Störgeräusche hört in den kommenden Videos, das liegt daran, dass da vorne Kollegen sind, die bauen den Laden um. Wir nutzen jetzt halt die Schließzeit für Dinge, die wir uns immer schon mal vorgenommen haben, damit, wenn wir irgendwann die Pforten wieder öffnen können, euch ein neues, schönes Freispiel bieten können. Genau, wir haben sehr viel mehr Social Media Aktivitäten momentan, logischerweise, weil das unsere einzige Möglichkeit ist, direkt oder fast direkt mit euch in Kontakt zu treten. Deswegen machen wir jetzt auch hier auf dem YouTube-Kanal mehr. Den Anfang wird machen, dass wir euch in kurzen 2- bis 7-minütigen Clips ganz furchtbar viele Zwei-Personen-Spiele vorstellen, weil wissen wir, die Haushalte sind heutzutage kleiner, als sie es noch vor 30 Jahren waren. Und genau, deswegen ist die Nachfrage nach Zwei-Personen-Spielen bei uns gerade rasant gestiegen. Und genau, wir wollen euch da mal einfach ein paar Sachen zeigen, weil die Beratung am Telefon natürlich was anderes ist, als wenn wir direkt in Kontakt treten, ich ein Spiel auspacken und euch zeigen kann, wie es funktioniert. Deswegen machen wir das jetzt per YouTube. Genau. Nach den Zweierspielen werden wahrscheinlich klassische Familienspiele folgen, sprich Sachen, die eigentlich im Großen und Ganzen jeder nicht bis wenig Spieler auspacken und damit Freude haben kann. Sei das nun, dass ihr klassische Familie seid, Mutter, Vater, eins oder zwei Kinder oder halt auch eure WG, ja. Wenn ihr zu viert in der WG wohnt, da sind zwei Spieler, zwei Leute, die ja nicht so viel spielen, aber jetzt hockt ihr viel aufeinander. Vielleicht, genau, werdet ihr da bei uns im Sortiment ja fündig mit Dingen, die euch ein bisschen die Zeit versüßen. Wie sagt man jetzt immer, bleibt gesund, stay safe und guckt, dass ihr durch die mehr oder weniger Quarantäne kommt. Bleibt zu Hause, wo ihr könnt, ja, geht nicht raus, wenn ihr nicht müsst. Das ist, wir sehen gerade alle die Bilder aus Italien und Spanien und das wollen wir doch hier alle nicht haben. Genau. Bleibt gesund, habt Spaß, spielt die Sachen, die rumstehen seit Jahren, ja, habt da dieses Spiel rumstehen, unausgepackt, in Folie eingeschweißt, steht im Regal. Packt das doch mal aus und probiert es aus. Guckt, dass ihr so viel Spaß wie möglich habt, ohne andere Leute zu gefährden. Ciao.